Es war für uns einfach nie in der Diskussion, sondern für uns war Sport Nummer eins. Und da gehört auch dazu, am Samstagabend um 9:30 ins Bett zu gehen, wenn alle anderen ausgehen, damit ich sonntags trainieren konnte. Herzlich willkommen zu Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset im Leben alles möglich ist. Heute wollen wir über das Thema Mindset mit einem ganz besonderen Gast sprechen. Er zählt aktuell zu den besten deutschen Profigolfern. Seit seinem 5. Lebensjahr ist er dem Golfsport verfallen, reist um die ganze Welt und versucht, so wie er es selbst sagt, einen kleinen weißen Ball zu treffen. Mit seinen heutigen 28 Jahren, was im Profigolf vergleichsweise noch relativ jung ist, hat er so ziemlich alle Höhen und Tiefen im Golfsport mitgemacht. Mal spielt er durch seine hervorragenden Leistungen in der höchsten europäischen Tour mit, der sogenannten European Tour, mal muss er durch entsprechende Niederlagen auch leider in den darunterliegenden Touren mitspielen. Wie er mit diesem Erfolgsdruck, den Höhen und Tiefen und den mentalen Herausforderungen im Sport und in seinem privaten Leben umgeht, bespreche ich heute mit ihm. Wir werden heute auf jeden Fall relativ schnell sehen, dass es beim Golfen nicht nur um körperliche Fähigkeiten geht, sondern auch um die mentale und emotionale Stabilität. Was für mich aber neben seinen tollen sportlichen Performance mindestens genauso wichtig ist, ist, dass Moritz Lampert einfach nur ein überaus freundlicher und netter Mensch ist. In diesem Sinne, Moritz, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei bist. Ja, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst und mir die Möglichkeit gibst, hier ein bisschen über ein Thema zu sprechen, was mir sehr am Herzen liegt. Und wenn ich solche Worte höre, da bin ich schon sehr geschmeichelt. Das freut mich sehr. Vielen Dank nochmal. Aber Moritz, bevor wir in die verschiedenen Mindset-Themen einsteigen, vielleicht kannst du uns auch nochmal etwas über den privaten Moritz Lampert erzählen, was man online vielleicht nicht so sehr über dich findet. Boah, der private Moritz. Ich muss sagen, da kommen wir nachher bestimmt drauf zu sprechen. Ich bin halt normalerweise sehr viel unterwegs, deswegen ist, würde ich sagen, der private Moritz sehr entspannt, der einfach gerne Zeit mit meiner Freundin, mit meiner Familie verbringt. Ich bin ein sehr familien- und heimatgebundener Mensch, und ja, gehe einfach gern hier in Sandhausen oder in Heidelberg spazieren, wandern, und bin total sportverrückt. Also ob das Formel 1, Tennis, Golf, Fußball, was auch immer ist. Eigentlich sobald Fußball, also sobald Sport im Fernsehen läuft, möchte ich da dabei sein. Und ja, das ist so. Ich bin ein sehr gediegener, entspannter Mensch in meinem Privatleben und habe nichts dagegen, auch einfach mal mit Freunden und meiner Familie lange beim Abendessen zu sitzen. Das ist cool. Also die paar Male, wo ich dich gesehen habe, muss ich wirklich sagen, überaus freundlicher und entspannter Kerl, auf jeden Fall. Dankeschön, das freut mich. Ich würde auch gerne direkt mit einem sehr interessanten Moment in deiner Golferkarriere starten. Und zwar in einem deiner ersten Profi-Golfer-Turniere standest du direkt neben den damaligen Idolen oder deinen damaligen Idolen auf der Driving Range, also auf dem Golfplatz. Und die ganze Situation, hattest du mal erzählt, ja, das Profiturnier, viel Trubel, viele erfolgreiche Profigolfer mit dir gleichzeitig auf dem Platz, hat dich relativ schnell von deinem eigenen Spiel ablenken lassen. Und leider hast du dann auch nicht so erfolgreich auf diesem Turnier abgeschnitten. Du hast dann aber etwas super Interessantes aus meiner Sicht zu dieser Situation gesagt, und zwar, dass du zu viel nach links und rechts geschaut hattest. Du hast zu sehr versucht, die anderen Profis irgendwie zu kopieren, deren Schwünge und Spielweisen nachzumachen, und du hast völlig außer Acht gelassen, ja, auf dich selbst zu schauen und darauf zu schauen, was dich, und das mag ich besonders, was dich auf das Turnier überhaupt gebracht hatte, also deine Fähigkeiten und Skills. Kannst du kurz auf diese damalige Situation eingehen? Wann und wie hast du verstanden gehabt, dass du eigentlich nur auf dich selbst schauen darfst und dich nicht ablenken lassen darfst durch die äußeren Umstände? Also das war, muss ich ein bisschen länger ausholen, das war das Qatar Masters 2013, das war im Januar, glaube ich. Und zwar so, war die ganze Zeit Amateur, und habe mich dann über verschiedene Stufen der Qualifying School, so nennt sich das, auf die European Tour gespielt. Ich war damals der einzige Amateur, der diesen Schritt geschafft hat. Und zudem war ich jetzt 20 Jahre alt, und hatte 2012, müssen wir jetzt nachschauen, aber ich glaube, mit die erfolgreichste Saison, die ein Amateur in Europa jemals hatte. Einer, der nur in Europa spielt, habe mehrere Turniere gewonnen, habe auch ein niedriger Level Profiturnier gewonnen, wurde Dritter bei der Weltmeisterschaft der Amateure, also war so wirklich im Flow, und dann kam auch diese Qualifying School, und für mich habe ich einfach weitergespielt, habe auf meinem Level gespielt, was ich wusste, was ich kann, und stand dann halt Ende November mit dieser European Tour Karte in der Hand. Wir nennen es European Tour Karte. Das ist die Spielberechtigung für diese erste Liga.
Man kann es sich eigentlich ähnlich vorstellen für die Zuhörer vielleicht wie beim Fußball. Ich hatte für ein Jahr, wie jetzt sage ich mal, TSG Hoffenheim hier um die Ecke, die Spielberechtigung für die erste Bundesliga. Konnte da mitspielen, musste aber halt in der Tabelle oder im Ranking eine bestimmte Platzierung erreichen, um meine Spielberechtigung zu erhalten. Das ist das, was so besonders ist bei uns im Golf, dass wir jedes Jahr eigentlich unsere Spielberechtigung neu erspielen müssen. Und die uns nicht einfach, außer man gewinnt ein Turnier oder gewinnt ein großes Turnier, muss man von jedes Jahr, jeden, wenn die Saison neu losgeht, bei uns jetzt nächste Woche, werden alle Karten auf Null gestellt, jeder fängt bei Null an und wer am Ende am meisten Punkte gesammelt ist vorne und die, die am wenigsten Punkte sammeln, waren hinten. Also jedes Jahr Und neu da, beweisen. genau, und das ist das, was es halt auch so schwierig macht, manchmal bei uns, die richtige Balance zwischen Training und Wettkampf zu finden, weil jeder Wettkampf zählt. Deswegen will man schon viel spielen und braucht noch genug Zeit zum Regenerieren und auch zum Trainieren. Das ist diese Balance, ist schwierig. Und damals, 2012, bin ich dann donnerstags nach Hause geflogen in Spanien, in Barcelona war diese Qualifying School und bin direkt 2 Tage später nach Südafrika geflogen zur Saisoneröffnung der European Tour. Hab da gut gespielt, war happy. Dann war Weihnachten, Neujahr, wo es sich also ein bisschen gesetzt hat, weil vorher habe ich einfach nur in diesem Flow weitergespielt. Ich habe gut gespielt, also ging es weiter. Und dann war Ende Januar dieses Turnier in Katar, wo ich aber erstmal als Reservespieler angereist bin. Das ist bei den Profiturnieren meistens so, wenn wir ein volles Feld haben, spielen 156 Spieler mit und die werden nach bestimmten Spielberechtigungen sortiert. Ich kam neu rein, deswegen hatte ich eine schlechtere Spielberechtigung. Und damit ich war erste Reserve vor Ort, bedeutet, ich musste darauf hoffen, in Anführungszeichen, dass einer meiner Kontrahenten, ein Spieler krank wird, sich verletzt oder was passiert und nicht antritt und ich seinen Platz einnehme. Aber in diesen 4 Wochen vorher hat sich eigentlich erstmal gesetzt, was ich im Jahr vorher alles erreicht hatte und stand dann auf der Driving Range auf einmal zwischen Justin Rose und Martin Keimer, zwei meiner wirklichen Idole. Und weiß noch, wie ich da stand und dachte, die sind schon echt gut. Sind sie auch, man, sie sind die besten Spieler der Welt. Ryder Cup-Sieger, Major-Sieger, mehrfache European Tour-Sieger, PGA Tour-Sieger. Sie haben alles erreicht, was ich noch erreichen möchte. Und das hat einfach dazu geführt, ich als 20-Jähriger, frisch da, Rookie, dachte mir mal eingeschüchtert erstmal von dem, was die können. Und dachte, um gegen die zu gewinnen oder gegen die zu bestehen, muss ich vielleicht Sachen machen wie die. Es ging los mit Justin Rose hat damals im Fitnessstudio bestimmte Liegestützen gemacht. Und ich habe meinem Fitnesstrainer geschrieben, warum mache ich das nicht? Wenn es einer der besten Spieler der Welt macht, muss es ja gut sein, so in die Richtung gedacht. Und habe, wie du gerade gesagt hast, den Fokus darauf verloren, was mich innerhalb von, ja, sag ich mal, einem Jahr auf dieses Level überhaupt gebracht hat. Und dann war es wie so ein Schneeball. Es wurde immer mehr, dann hat sich die Technik verschlechtert. Und natürlich mit Misserfolg geht dann auch irgendwann das Selbstvertrauen ein bisschen flöten. Und das war wirklich so ein Abwärtsstrudel. Und wirklich gemerkt habe ich es leider erst ein gutes Jahr später. Und ich habe Erfahrungen gemacht, von denen mir mein Umfeld, meine Trainer damals, mir davon berichtet hatten, wie gut die Spiele auf der European Tour sind, wie viel schwerer die Plätze dann doch sind als das, was wir gewohnt waren im Amateurgolf. Aber mein als 20-Jähriger, der es sich erreicht hat, ist man beratungsresistent und stur und sagt, ja, ihr könnt, was wollt ihr mir erzählen? Guck mal, wie gut ich bin. Aber so, ja, das sind Erfahrungen, die muss man, glaube ich, auch selbst machen. Dann lernt man schon mehr daraus. Nichtsdestotrotz war es wirklich ein hartes Jahr damals. Also, ich finde es interessant, dass du quasi dir überlegt hattest, okay, ich muss mich auf mich selbst fokussieren, ich muss verstehen, was hat mich denn überhaupt hierher gebracht, weil wenn ich jetzt mal einen ganz kurzen Sprung fast forward mache, du hast nämlich vor einigen Jahren nochmal den Trainer gewechselt. Also jetzt als Außenstehender verstehe ich so ein bisschen darunter, du hast vielleicht für dich gemerkt, du musst jetzt irgendetwas ändern vielleicht an deiner Trainingsart, wie du trainierst, um vielleicht auf das nächste Level zu kommen. Das ist so, was ich mir gedacht habe. Und da gibt es ein super interessantes Zitat. Ich glaube, das hatte ich hier mal gesagt gehabt. Your hustle brought you to this level, but it won't take you to the next level. Ich finde das jetzt,
interessant in diesem Kontext, dass du auf einem Turnier einmal für dich quasi nochmal entdecken musstest, was hat mich auf das Turnier gebracht? Also das Gelernte aufrufen eigentlich wieder, aber irgendwann auch verstanden hast, ich muss jetzt etwas ändern, um auf das nächste Level zu kommen. Ja, also ich weiß nicht, ob man das unbedingt ändern nennen sollte. Ich finde, ändern heißt ja, das, was ich vorher gemacht habe, funktioniert nicht. Das ist für mich, was ändern bedeutet. Für mich ist es eigentlich eher ein Feintuning der Fähigkeiten, die ich schon habe. Und der Trainerwechsel war damals, ich habe 8 Jahre mit meinem Trainer Ted Long zusammengearbeitet und hatte einfach das Gefühl, dass sich mein Spiel nicht in die richtige Richtung entwickelt hatte in dem letzten Bereich, im letzten Jahr damals. Und auch irgendwie, ja, das Vertrauen geht dann irgendwie auch verloren. Unser Golftrainer ist, mein Golftrainer ist meine erste Bezugsperson, wenn es ums Golfspiel geht. Und auch wenn ich, wenn man der CEO meiner Firma bin, ist er mein wichtigster Berater. Und das, was wir gemacht haben, hat einfach nicht mehr funktioniert. Und dann geht das Vertrauen weg. Und deswegen war für mich dieser Trainerwechsel dann auch wichtig, um nochmal wie so ein komplett weißes Blatt, Neustart in meiner Karriere zu haben. Und was wir jetzt im Training machen, ist sehr ähnlich technisch zu dem, was ich eigentlich schon immer mache. Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Meine Schwung-ID, meine technische ID ist da, die wird auch immer da bleiben. Natürlich geht es darum, das ein bisschen weiterzuentwickeln und konstanter zu machen. Aber der größte Unterschied nach dem Trainerwechsel ist eigentlich mein Training. Mein Training ist jetzt sehr, sehr spezifisch auf mich ausgelegt. Was ich damit meine, ist, ich mache sehr penibel Rundenstatistiken, wo ich erkenne, was kann ich gut, wo kann ich noch besser werden, dass es darum geht. Und dann wählen wir ganz spezifisch Übungen aus, die mich in einem Bereich verbessern. Also, wenn jetzt was interessant ist, was ich vorher auch nicht wusste, ist, um auf der European Tour zu bestehen, dadurch, dass die Golfplätze länger sind, die Löcher sind länger, muss man, um auf der European Tour oder PGA Tour, auf der amerikanischen Tour vorne mitzuspielen, gut vom Abschlag sein, das heißt den Ball ins Spiel bringen und zwischen 120 und 175 Metern sehr gut sein als Annäherungsschlag. Und alles, was drunter und drüber ist, gibt es eigentlich fast nicht. Schlussfolgerung daraus ist, dass ich meinen Großteil meines Approach Games, also Ballschlag zur Fahne, zwischen 120 und 175 Metern gestalte, weil das genau das ist, was ich brauche. Und ich da die größte, ja, also wenn ich mich da verbessere, einfach im Score sich das am meisten niederschlägt als im anderen. Und das war mir vorher nicht bewusst. Und das kommt jetzt viel, viel durch meinen Trainer. Wir arbeiten da auch mit einem Performance Coach zusammen, der uns da beide auch coacht, auch meinen Trainer coacht. Das ist ein sehr gutes Dreiergespann, wo auch die mentale Seite eine große Rolle spielt, dass ja, ich mich im Training so unter Druck setze, Leistungsdruck setze, dass die Aufgaben, die ich mir stelle, kaum zu schaffen sind. Was vielleicht für jemanden erstmal komisch klingt, ja, was ist das für ein Selbstvertrauen, wenn du jedes Mal versagst im Training. Aber die Idee dahinter ist, es so schwer zu machen, dass das Turnier leicht wirkt. Und so trainiere ich. Natürlich trainiere ich auch in leichteren, jetzt kurz vorm Turnier, jetzt diese Woche werden die Aufgaben leichter. Aber trotzdem, ich versuche mich maximal im Training zu fordern und das kommt alles jetzt durch meinen neuen Trainer. Da sprichst du was super Interessantes an, und zwar sich selber an die Grenzen zu bringen. Ist es eigentlich für dich so ein schmaler Grat zwischen, okay, jetzt habe ich vielleicht die Grenze sogar überschritten, das waren zu viele Misserfolge für mich, und zwischen, ja, das an die Grenze bringen, das hat mich jetzt tatsächlich weitergebracht und es demotiviert mich auch nicht weiterzumachen. Also demotiviert bin ich vielleicht mal kurzfristig nach einem Misserfolg im Turnier, aber ich bin schon immer jemand gewesen, der sehr nach vorne blickt und sehr lösungsorientiert agiert. Also wenn ich ein Problem sehe, okay, es ist ein Problem, finde ich dann vielleicht auch erstmal kurz blöd, aber der nächste Gedanke geht direkt, wie kann ich das lösen? Was kann ich machen? Und so ist es in meinem Golftraining oder im Turnier auch. Ich bringe mich eher körperlich und mental an meine Grenzen, dass ich dann so intensiv und lange trainiere, dass ich irgendwann merke, jetzt geht mir die Puste aus.
Und dann mache ich ein, zwei, drei Tage Golfpause, wo ich mich dann mit Regeneration beschäftige und merke dann, dass ich halt dann aus dieser Müdigkeit auch besser hervorkomme. Und da geht's für, das ist dann für mich, auch wenn ich vielleicht mental erstmal einen Misserfolg habe, weil ich die Aufgabe nicht geschafft habe, aber zu merken, wie die Formkurve stetig nach oben zeigt, ist das, wo ich mein Selbstvertrauen draus ziehe und jetzt nicht zwangsläufig aus einer geschafften Aufgabe im Training. Kannst du ein paar Beispiele geben zum mentalen Training? Ich hatte mal von dir als Beispiel mal mitbekommen, dass du, wenn du einen Schlag quasi daneben geschlagen hast, dass du dir so eine Art Zwangspause aufordnest, dass du 5 Minuten dann nichts anderes machen darfst, außer über diesen Schlag nachzudenken. Ist das so eine Art mentales Training für dich? Genau, das ist eine meiner absoluten Lieblingsaufgaben, wie du dir vorstellen kannst. Da geht es darum, dass ich meine Abschläge trainieren möchte. Und das ist bei uns im Winter schwierig, weil ich nicht auf den Golfplatz kann, weil der gesperrt ist wegen Frost oder Schnee. Das heißt, ich trainiere auf der Driving Range und die Aufgabe ist es, 10 Abschläge in einen Korridor von 28 Metern zu schlagen. Also ich habe die Nulllinie, dann 14 Meter, 14, links und rechts. Und ich schlag, wenn ich treffe, darf ich wieder einen machen. Wenn ich den Schlag, wenn ich nicht diese 14 Meter rechts oder links treffe, muss ich 5 Minuten warten. Darf nicht ans Handy, sondern stehe einfach auf gut Deutsch doof in der Gegend rum. Erhöht immens den Druck auf jeden Schlag, weil du willst nicht doof rumstehen für 5 Minuten. Aber was es halt bewirkt, ist, dass diese 10 Schläge, Best Case, wenn ich jeden treffe, mit maximalem Fokus gespielt werden. Genau den Fokus, den ich auf dem Golfplatz auch will. Und dieser Korridor so eng gewählt ist, wenn ich jeden Drive meiner der nächsten 10 Jahre innerhalb diesen 28-Meter-Korridor treffe, dann bin ich absolut Weltklasse. Also das schafft keiner. Normale Abweichung ist so ja, 50 bis 60 Meter rechts und links, zwischen dem schlechtesten rechts und dem schlechtesten links. Deswegen dieser Korridor ist so klein. Das aber dann, wenn ich es schaffe, mega. Aber wir machen dann auch ein Time Limit meistens bei 45 oder 50 Minuten. Und wenn ich das nicht schaffe, ist halt, das finde ich schon richtig blöd. Und das ist mentales Training für mich im Golf direkt. Witzig. Ich habe nämlich selber mal eine Strategie für mich auch überlegt, wenn ich gewisse, ich sage jetzt mal, Gedanken an einem gewissen Thema habe, wo ja leicht negativ für mich irgendwie das Ganze auswirkt, dass ich dann sofort 10 Liegestützen mache und sozusagen als Trigger diese negativen Gedanken nutze, um etwas zu machen, was auf Dauer keinen Spaß macht. Und irgendwann hatte ich dann tatsächlich Angst, negative Gedanken zu haben diesbezüglich, weil ich wusste, oh nein, ich muss dann wieder 10 Liegestütze machen. Also wirklich, wirklich witzig. Aber was ich mich frage ist, ich habe jetzt von dir verstanden, dass du penibel dein Progress, deinen Fortschritt im golferischen Bereich trackst. Gibt es auch Tools oder Werkzeuge, die du verwendest, wie du dein Mindset Progress trackst, deine mentale Stärke trackst? Das ist leider ganz, ganz schwierig. Also, sagen wir mal, Ergebnisse und Schläge zu tracken ist leicht. Diesen mentalen Progress zu tracken ist sehr schwierig. Und ich glaube, da merkt man auch selbst oft nicht den Unterschied. Wenn das, weil es halt ein laufender Prozess ist. Ich arbeite mit einer Psychologin, einer Mentaltrainerin zusammen über Nationalmannschaft und noch mit diesem Performance Coach, von dem ich vorhin geredet habe. Und da ist der Austausch wichtig, dass wir uns austauschen. Und in diesen Gesprächen merke ich dann, wenn sich was entwickelt hat. Jetzt ist eigentlich gerade das beste Beispiel. Wir hatten gestern ein Telefonat und mitten in der Pandemie, in der wir stecken, habe ich mir letztes Jahr sehr, sehr schwer getan, weil wir viele Turniere wurden abgesagt. Es gab keine Sicherheit, wann spielen wir wieder, wie sieht's aus, wie auch immer. Und ich habe mich davon total einschüchtern lassen, eigentlich. Ich wollte eigentlich nicht weg, ich wollte daheim bleiben, ich wollte so sicher sein. Aber das funktioniert jetzt halt nicht mehr. Letztes Jahr war das, glaube ich, für uns alle neu. Und jetzt, dieses Jahr geht es darum, wer geht am besten mit dieser Situation um? Und die Situation ist, die Turniere können abgesagt werden, wir halten uns in so einer Bubble auf, wo wir getestet werden und dann gar nicht raus dürfen, sondern nur Golfplatz im Hotel essen.
werden regelmäßig getestet. Das sind alles Sachen, die unangenehm sind. Aber derjenige, der am besten damit umgehen kann, wird auch am besten performen. Und ich merke für mich, dass ich das, ich nehme das überhaupt nicht auf die leichte Schulter, aber es ist für mich ja, irgendwie Teil Berufsrisiko. Wenn ich meinen Beruf auswirken will, ja, sagt man, Ausüben. wenn ich meinem Beruf nachgehen will, ausüben will, genau, gehört es dazu, dass ich um die Welt fliege. Und wenn ich das nicht mache, dann kann ich meinen Schläger im Keller stehen, meine Karriere beenden. Und ich merke jetzt für mich, dass der Approach von mir ist, okay, ich gehe das jetzt head-on an, ich schütze mich so gut es geht und ich gehe auf die Turniere und versuche mein bestes Spiel abzurufen. Also ich verstecke mich nicht mehr von dem allem, was passiert, sondern ich gehe offen damit um und versuche das Beste daraus zu machen. Ich glaube, dass wir dadurch, dass die Chancen dann dadurch deutlich steigen, auf den Turnieren dann die Leistung, die ich kann, auch tatsächlich abzurufen und nicht irgendwie, ja, ängstlich in der Gegend rumzulaufen. Ja, also die Zeit ist natürlich super, ja, anspruchsvoll momentan. Ich hatte mal auch von dir verstanden, dass du ein großer Fan von Meditation bist und Visualisierung und Hervorbringen von Glücksmomenten. Kannst du darauf eingehen? Wie häufig machst du sowas? Wie machst du sowas? Was bringt es dir? Also ich mache es, ich nutze angeleitete Meditation oder auch Selbstmeditation, nenne ich es jetzt mal. In der angeleiteten Meditation mache ich das über eine App. Das geht dann 10 Minuten, Viertelstunde oder 20 Minuten die Einheit. Und wenn ich es selbst mache, auch so ja, 10 Minuten, Viertelstunde. Und wenn ich das selbst mache, es geht ganz viel immer um Atmen, weil ich darüber alles regulieren kann, was ich möchte. Und rufe mir in dieser eigenen Meditation die besten Schläge eigentlich hervor, die ich in meinem Leben gemacht habe, die ich auf bestimmten Turnieren gemacht habe. Und was ich da so spannend finde, das sind komplett random Schläge. Das sind nicht unbedingt Schläge, die mir ein Turnier gewonnen haben, sondern das mag dann auch mal der dritte Schlag oder der fünfte Schlag in der ersten Runde von einem Turnier gewesen sein, der vielleicht im Großen und Ganzen belanglos war. Und wenn ich mich da dann wieder reinversetze in die Situation, sprich, wie hat sich das angefühlt, wie war das Gras, wo kam der Wind her und sehe das aus so einer Vogelperspektive. Einfach diese positiven Momente immer wieder hervorzurufen, ist was einmal Spaß macht und natürlich auch Selbstvertrauen schafft. Mir fällt es, wenn ich nicht daheim bin, deutlich, deutlich leichter in diesen Rhythmus zu kommen. Da meditiere ich jeden Tag. Und wenn ich daheim bin, vielleicht dreimal in der Woche. Ich würde das aber gerne ein bisschen mehr machen, aber ich glaube, jeder kennt es, da kommt irgendwie der Alltag dazwischen, dann kommt das wie auch immer. Und da ist bei mir auf jeden Fall noch Potenzial. Das möchte ich noch ein bisschen verbessern, dass ich da auch mir daheim diese Zeit schaffe. Weil es einfach nur eine faule Ausrede ist. Wenn mir erzählt, ich habe keine Viertelstunde am Tag Zeit zu meditieren, das ist einfach eine faule Ausrede, weil irgendwas anderes gerade schöner oder wichtiger ist. So ehrlich bin ich dann doch. Ja, also ich kenne das auch von mir selbst. Ich meditiere auch unglaublich gern und es gibt Tage, da komme ich nicht dazu und dann denke ich mir, boah, das kann doch nicht sein, dass ich mir nicht die 5 Minuten genommen habe oder die 10 Minuten, einfach mal in mich zu gehen und zu meditieren, weil die Zeit habe ich definitiv am Tag. Also bin ich voll bei dir. Was mich aber auch interessiert ist, du hast ja gesagt, jedes Jahr quasi, jede Saison ist quasi wieder alles auf Null gesetzt und du musst All in gehen, Vollgas geben. Für mich erscheint es so, und das hast du, glaube ich, auch mal in einem anderen Podcast erwähnt gehabt, wo ich zugehört habe, dass du ja so eine, ja, wellenförmige Karriere auch mal zwischendurch hattest und dass da vielleicht auch so eine Art Leistungsdruck entstehen kann. Und was ich mich dann gefragt habe, ist, hast du eigentlich Angst vor Niederlagen? Wenn du jetzt zum Beispiel einen sehr wichtigen Schlag machst, denkst du auch an die negativen Seiten, die passieren können, wenn du jetzt nicht gut spielst, oder blendest du das völlig aus und guckst nur nach vorwärts, nur das Positive an? Also ist aber so, wenn ich nur an das Positive denken könnte, würde ich das sofort unterschreiben für den Rest meiner Karriere machen. Weil ich glaube, dass eine Fähigkeit ist, die einen einfach zur Höchstleistung bringt, ob das im Sport, Beruf, was auch immer ist. Aber vor allem im Golf geht es darum, mit Misserfolg umzugehen.
Ich weiß nicht, ich glaube, für mich ist es eine der schwersten Sportarten, die es auch gibt, weil es einfach so vielseitig ist, so viele Faktoren eine Rolle spielen, wir jede Woche auf anderem Gras spielen, auf anderen Kontinenten, alles, was dazugehört. Und da ist Misserfolg ein Bestandteil. Und es geht darum, bestmöglich damit umzugehen. Ob das mit einem Fehlschlag ist, mit einem Misserfolg, mit einem schlechten Ergebnis bei einem Turnier, das sind Sachen, die werden immer vorkommen. Was ich da jetzt ein bisschen auch jetzt erarbeitet habe in den letzten Monaten ist, ich bin der Meinung, dass Misserfolg einen nur aus der Bahn wirft, wenn man keinen langfristigen Plan hat, wo es hingehen soll. Ich weiß, wo ich in 5, in 10 Jahren sein will. Ich weiß, also sportlich, ich weiß, also ungefähr, ich weiß, was ich technisch machen will, also direkt mit meinem Spiel. Und wenn ich jetzt mal ein kleiner Zacken in der Kurve oder mehrere. Solange ich weiß, ich entwickle mich langfristig in eine gute Richtung, ist es gut. Das ist eher ähnlich wie bei einem Formel-1-Rennen. Liegt es ja auch nicht immer nur in der Hand des Fahrers. Wenn die immer auf der Pole-Position stehen und ihnen nie einer reinfährt und der Reifen nicht platzt und der Motor nicht kaputt geht und, sag ich mal, der Boxenstopp funktioniert, dann gewinnt meistens der, der auf Pole-Position steht. Aber da sind auch so viele Variablen. Und wenn sich jedes Mal jetzt ein Fahrer zu Tode ärgert, wenn ihm einer reinfährt oder was auch immer, es kann ja alles Mögliche passieren, dann kann man nicht zur Höchstleistung bringen, sondern da geht es wirklich um das Langfristige. Und wir spielen ja auch 25 Turniere im Jahr, 26 Turniere im Jahr, hoffentlich über eine Karriere, die 25 Jahre dauert. Da ist ein Turnier relativ unsignifikant. Solange man auch daraus dann wieder was Positives mitnehmen kann, was lernen kann, und einfach das Langfristige im Blick behält und nicht einfach sich zu Tode ärgert, weil jetzt ein Schlag nicht funktioniert hat. Und das ist, weil das sind alles, das, was ich jetzt eigentlich alles erwähnt habe, sind Erfahrungen. Das klingt oft sehr leicht, aber das dann im Alltag umzusetzen, ist das Schwierige. Und das sind Erfahrungen, die muss man, glaube ich, als Sportler vor allem auch viel selbst machen. Ich habe viel Kontakt auch zu jüngeren Spielern bei uns im Golfclub oder in der Nationalmannschaft, die mich fragen, auch wie das war. Das sind meine Erfahrungen und das sind die Wege, wie ich versuche, damit umzugehen. Aber jeder muss da auch seinen eigenen Weg finden und aus eigenen Kein Fehlern, das ist aus eigenen Erfahrungen lernen. Ein Fehler, nur ein Fehler ist, wenn man nichts daraus lernt. Und so ein bisschen in die Richtung versuche ich auch zu denken. Jetzt nächste Woche in Südafrika ich spiele jetzt 3 Turniere in Südafrika, fliege am Samstag dorthin. Ich erwarte gute Leistung von mir, aber ich habe einen Weg eingeschlagen, dass selbst wenn das jetzt nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, ich damit okay bin. Weil dann kommen halt die guten Leistungen mal anders. Und das ist das Schöne an unserer Sportart, dass es immer eine nächste Woche gibt, sozusagen. Also, dieses Zitat werde ich mir leider von dir klauen müssen. Also, wenn man ein langfristiges Ziel hat, dann können einen Misserfolge nicht so leicht aus der Bahn werfen. Also, finde Gerne. ich super gut. Ich werde auch sagen, von wem ich das habe. Ja, Ja, mega. und aber Ja. es ist trotzdem wichtig, auch die Sachen genau zu analysieren. Was ich denn meine ist, ich sehe viele Sportler oder bei uns im Golf ist, dass Leute mit so einer rosa-roten Brille aufs eigene Spiel schauen und so alles schön reden. Das ist auch nicht der Weg. Aber das ist irgendwie dieses gesunde Mittel zu finden, die Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen, zu beleuchten, aber dann gibt es halt auch eine richtige Zeit, die zu beleuchten. Die richtige Zeit ist nicht auf dem vierten Loch während der Runde. Die richtige Zeit ist auch nicht am Abend des Turniers, wenn es vorbei ist. Die Zeit ist irgendwie am Tag danach oder so, wenn man ein bisschen ausgeruhter ist und nicht so emotional reagiert, wie man das vielleicht dann unmittelbar nach einer Runde machen würde. Wow, super interessant. Also Moritz, ich habe auf jeden Fall mitgenommen, wie wichtig das Thema Mindset für dich ist und wie du das trainierst und wie du das übst. Ich sehe auch viele Sachen genauso wie du. Es ist
glaube ich, unglaublich schwierig, den Progress, den man im Mindset-Bereich hat, zu tracken. Sehe ich genauso. Was ich aber auf jeden Fall mitnehme, ist, dass das so ein regelmäßiges Training des Mindsets und was du auch gesagt hast mit Ja. Meditation, Visualisierung, unglaublich wichtig ist. Moritz, bevor ich meine letzte Frage stelle, wo können dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn finden, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen oder dir folgen wollen? Also am leichtesten ist es, wie glaube ich, heutzutage überall über die sozialen Medien. Ich bin da auf Twitter, Instagram und Facebook unterwegs. Und ich glaube, Moritz Lampert, Mo Lampert, da findet man mich relativ schnell. Und ich versuche da auch auf Nachrichten so schnellstmöglich anzuantworten und auch den Kontakt zu den Followern aufrechtzuerhalten. Und das ist mir wichtig, auch dann diesen persönlichen Kontakt zu halten. Und deswegen vielleicht, wenn sich jemand meine Instagram-Seite oder Facebook-Seite anguckt, das ist natürlich sehr sportspezifisch, aber ich versuche auch so ein bisschen mich als Mensch darzustellen und die Erfahrungen, die wir ja in dem für mich besten Job der Welt machen. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht vor jetzt knapp 9 Jahren. Gibt nichts Besseres. Okay. Also das ist, und so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Ich hoffe, das ist interessant, aber wenn es jemand interessant findet, natürlich bin ich zufrieden, aber auch für Feedback bin ich immer offen. Also, ich bin ja ein fleißiger Follower bei dir auf Instagram und kann es jedem auch nur empfehlen. Ah, genau, was mir noch aufgefallen ist, ich glaube, deine Schwester ist ja auch Profi-Golferin Ja. und das ist auch deine jüngere Schwester. Vielleicht nochmal eine Zwischenfrage. Wer gewinnt, wenn ihr beide miteinander spielt? Die kleine Schwester oder der große Ich natürlich immer, ist doch klar. Bruder? Ja, also das ist also ein bisschen auch zu unserem Background noch. Bin 92 geboren und noch einen älteren Bruder, der ist 1989 geboren und die Caro ist 95 geboren. Und wir sind durch meine Eltern, durch unsere Großeltern zum Golf gekommen und wir dann auch. Das heißt, wir spielen alle schon ewig Golf. Auch mein Bruder ist ein wirklich sehr guter Golfer. Der hat sich für was Richtiges entschieden, der ist Arzt geworden. Während meine Schwester und ich den Profisport als Beruf gewählt haben. Und Gau ist meine Lieblingstrainingspartnerin, weil wir, glaube ich, auch wirklich viel voneinander profitieren können und natürlich durch unser Verhältnis als Geschwister sehr offen miteinander umgehen konnten und da auch ja gute Ratschläge und auch mal ein gutes Wort miteinander wechseln können. Gewinnen ist schwierig, da kommt es sehr auf den Golfplatz an, muss man sagen. Tendenziell ist es so, dass ich sagen würde, dass die Golfplätze vor allem bei uns in Deutschland für die Männer leichter sind als für die Frauen. Deswegen würde ich sagen, dass ich, wenn wir in Deutschland spielen, eher öfter ich gewinnen würde. Wobei sie in den letzten Jahren deutlich erfolgreicher ist. Sie war jetzt, ich glaube, 3 der letzten 4 Jahre unter den besten 10 Spielerinnen Europas. Wow, cool. Also wenn ich das auf der Männertour schaffe, da wäre ich schon relativ nah dran von dem, was ich in meiner Karriere erreichen möchte. Nicht schlecht, das freut mich sehr. Auch, dass ihr da quasi gegenseitig den idealen Trainingspartner gefunden habt. Das ist super. Ja, und wir trainieren häufig zusammen, natürlich im Winter öfter, weil wir einfach da oft daheim sind. Im Sommer, ab jetzt sehen wir uns auch sehr unregelmäßig, einfach wenn ich unterwegs bin, sie unterwegs bin, das überschneidet sich dann. Dann passiert auch mal, dass wir uns einfach mal 2 Monate nicht sehen, obwohl wir 2 Minuten auseinander wohnen. Aber das ist einfach das Leben eines Profisportlers. Das glaube ich dir. So, kommen wir nun zur letzten und finalen Frage, die ich immer sehr gerne meinen Gästen stelle. Welches Mindset hatte denn in deinem Leben den größten und positivsten Einfluss? Ja, das ist jetzt nicht unmittelbar aus meinem Leben, sondern von 2 meiner Vorbilder. Einmal Martin Kaymer als Golfer, der beste deutsche Golfer im Moment, nach Bernhard Langer. Und ich hatte das Glück, dass ich viel Zeit mit ihm verbracht habe vor ein paar Jahren und auch ihn immer noch als einen meiner Mentoren ansehe. Und ich das Gefühl habe, ich kann offen mit ihm über bestimmte Sachen reden und er diese Trainingseinstellung, die er hat und diesen ungebändigten Willen, besser zu werden, habe ich bei so jemandem noch nie gesehen. Oder habe ich bei einem Sportler noch nicht gesehen. Einfach, wenn so der ganze Tag, das ganze Leben eben darauf ausgerichtet ist, besser Golf zu spielen, finde ich total beeindruckend. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine deutsche Tugend,
dass wir sagen, wir arbeiten hart und dass wir Deutschen sind bekannt dafür, dass wir eigentlich immer als Erste auf dem Golfplatz sind, als Letzter gehen. Also wir sind die Nation, die wahrscheinlich am härtesten arbeitet im Vergleich zu den anderen. Vielleicht würde uns ein bisschen Lockerheit auch gut tun, aber das ist wirklich beeindruckend. Und was anderes, ich finde diese Einstellung von Michael Jordan, die er hatte, als er gespielt hat, ist, diese Doku hast du ja bestimmt auch gesehen, The Ja, Last Dance. klar. Es ist, und ich auch Interviews, dieser Biss, dieser unbändige Wille, gewinnen zu wollen. Koste es, was es wolle. Er sagt, ich glaube, Ende Folge 7 ist es so nach dem Motto, wenn du nicht alles gibst, dann komm nicht. So in die Richtung. Ich weiß genau das Zitat, was er sagt, wo er dann auch Tränen in die Augen bekommt und sagt, ich gebe alles, jeden Tag, deswegen erwarte ich von meinen Teamkollegen das Gleiche. Das ist bei uns natürlich anders, weil wir ein Einzelsport sind, aber das ist auch der Anspruch, den ich an mich habe. Dass wenn ich trainiere, wenn ich auf dem Turnier bin oder wenn ich regeneriere und spazieren gehe mit meiner Freundin oder auf der Couch liege, dass ich präsent in diesem Moment bin und in diesem Moment das Beste rauszuholen. Natürlich, die Zeit ist irgendwie limitiert am Tag mit Schlafen und privaten allem Möglichen. Deswegen ist vor allem in einem Sport wie bei uns, wo die Tage extrem lang sind. Also ein normaler Trainingstag, wenn wir spielen, geht 7, 8 Stunden, wo wir nur mit dem Golf beschäftigt sind. Dann geht es einfach darum, aus jedem Moment das Bestmögliche rauszuholen. Und das ist so ein Mindset, wo Michael Jordan, glaube ich, unschlagbar ist. Kobe Bryant war genauso. Aber ich glaube, dass das die besten Sportler, besten Businessleute, dass dieser unbändige Wille, gewinnen zu wollen und das maximal aus einem selbst rauszuholen, das haben, glaube ich, alles gemein. Und ich hatte das Glück, und er hat das Glück, mit vielen anderen Sportlern in Kontakt zu stehen aus anderen Sportarten. Ob das Rennfahrer sind, Gewichtheber, Tennisspieler, Hockeyspieler. Und ich habe das Gefühl, obwohl wir alle eine andere Sportart spielen, irgendwie sind wir doch alle gleich. Und das Verhältnis so unter Sportlern ist was ganz Besonderes, weil wenn ich so rede wie jetzt, denken viele Leute, die keinen Sport machen, er hat's ja nicht alle. Irgendwas stimmt nicht bei dem. Aber wenn man mit Sportlern zusammensitzt, die denken alle, die besten Sportler denken genauso. Und der ganze Tag ist darauf ausgerichtet, besser in seinem Sport zu sein. Und ich werde dann oft gefragt, ich habe 2011 Abitur gemacht in Heidelberg. Und einer meiner besten Freunde war in der Nationalmannschaft im Freestyle-Ski. Eine andere Freundin von mir, die war jetzt zweimal bei Olympia im Freestyle. Und also wir waren eine sehr, hatten auch Rugby-Nationalspieler, also sagen wir Rugby-Hochburg in Heidelberg, Hockeyspieler. Und das war das Normalste der Welt. Wir waren jetzt von anderen Leuten, ach, hast du es nicht vermisst, dass du irgendwie oft ausgegangen bist abends. Und es war für uns einfach nie in der Diskussion, sondern für uns war Sport Nummer eins. Und da gehört auch dazu, am Samstagabend um 21:30 ins Bett zu gehen, wenn alle anderen ausgehen, damit ich sonntags trainieren konnte. Und das möchte ich nicht missen. Das ist ein absoluter Traumjob. Und da gehört dazu. Und für mich ist es auch nie eine Qual, zum Training zu gehen. Jeden Tag freue ich mich, das kann ich wirklich sagen. Jeden Tag freue ich mich, morgens aufzustehen und endlich wieder Golf spielen gehen zu können. Das ist Wow. Hammer. Wow. Super schön mal das Mindset eines Sportlers, eines Athletens kennenzulernen. Ich merke auch, da spricht wirklich die Disziplin in dir, Ja, das Samstagabend um stimmt. 9:30 ins Bett zu gehen. Moritz, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich habe unglaublich viele Sachen mitgenommen. Ich denke, alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und ich würde gerne mal nochmal irgendwann auf dich zurückkommen und vielleicht mit dir, wenn es mir da möglich ist, auf die Driving Range gehen. Vielleicht kannst du mir da ein paar coole Moves dann zeigen. Würde mich Ja. sehr extrem darauf freuen. Sehr gerne. Und können wir gerne machen, wenn jetzt dieser Spuk hoffentlich bald vorbei ist. Genau. Und das alles ein bisschen lockerer ist, dass wir uns einmal wieder persönlich sehen. Würde mich sehr freuen. Mich auch. Leute, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich habe wirklich viele Sachen mitgenommen. Ich habe mir einige Sachen notiert, werde mir das Interview noch ein paar Mal anhören, um ganz genau zu verstehen, wie ein Athlet, ein Sportler funktioniert und was für ein Mindset er hat.
Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und nicht vergessen, Mindset ist alles.